Weiter geht's bei Stellaris, das Imperium. Und wir sind hier und werden das mit unseren beiden neun Flotten, die wir gerade aufgerüstet und gebaut haben, die 7. imperiale und die 6. imperiale Flotte für das Imperium zurückerobern. Und der Rest ist unterwegs und kämpft an dieser Front. Und sobald die 2. imperiale Flotte zurück ist, werden wir auch diese benutzen, um sie hier in den Einsatz zu bringen. Die 2. imperiale Flotte, ja, wird allerdings, auch das war kein Problem, wird allerdings hier oben zum Einsatz kommen, wenn sie denn wieder aufgerüstet ist, und wird hier oben ein bisschen kämpfen. Hier mache ich mir allerdings nicht allzu viele Sorgen. Hier sind eben jene welche, sie sind erbärmlich uns gegenüber. Ich meine, klar, sie kämpfen auch andauernd. Wir werden jetzt mal eine Botschaft etablieren bei ihnen. Grundsätzlich mache ich mir bei ihnen aber tatsächlich erstmal keine Sorgen. Das wäre dann vielleicht so ein Feind für die Zukunft, je nachdem, wie lange das noch läuft. So, also, das haben wir. Botschaft etabliert, Hauptleitung 1 heißt sie willkommen. Sehr geil. Ja, genau, die Shino-Konzern-Leute, ja, ist klar, gut. Wir ignorieren die Nachricht mal, das würde ich jetzt tatsächlich mal als Witz auffassen. So, nach Fuelia bitte. Auf geht's. So, unsere Flotten sind hier vollständig. Das finde ich gut. Die 1. imperiale Flotte ist unterwegs. 5. imperiale Flotte ist auch unterwegs. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, ist klar. Okay, ja, ja. Also, ist jetzt ein Witz, oder? glaube ich jetzt, also Moment, ja. Und? Da haben wir da direkt eine Flotte abgefangen. Im Terminal Aggress System. Ach, na guck. Der Shino-Konzern hat sich hier eingenistet. Na, schau einer an. Ja, Moment. Da müssen wir nochmal hin, Leute. Also, das können wir jetzt so nicht lassen. Das können wir jetzt so nicht lassen. So, eins nach dem anderen. Die Opal-Gag. Was ist hier? Jetzt fliegt ihr Schiff nach Schiff rein. Die kämpfen hier und dann sind sie gleich wieder weg. Zack, 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 zack. Nee, 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 nee. Nein, 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 Leute, Leute. Stückchen für... Also, das geht so nicht. Ist das alles? Sie sind alle schon hier, ne? Ja, okay. Also, bitte nochmal zurückfliegen. Das Terminal Aggress System, das ist ja wohl... Das ist ja wohl dreist. Alles gut für uns. Einmal dahin, bitte. Und dann holen wir uns erstmal das hier. Das geht ja wohl gar nicht, dass sie das bekommen. So, einmal gucken. Da haben sie schwere Verluste erlitten. Da auch. Da auch. Und da auch. So, gut. Das Thema haben wir wieder. Sehr schön. So, jetzt aber zurück zu dem System hier unten. Und dann werden wir schon mal nach da fliegen. Und, oh, da kommt die Opalgek-Hauptkampfflotte. Dann werden wir uns da vorne drauf konzentrieren, bitte. Und jetzt gucken wir mal, wo er ist. Alles klar. Wir fliegen dann da lang. Was ist das hier für einer? Ach Gott, wie ich sie hasse. Das ist so nervig. Gut, wir fliegen da lang, da. Dann holen wir uns das zurück. Dann da lang, da lang. Dann machen wir einen kurzen Abstecher. Dahin, dahin und dahin. Und wenn wir das haben, dann sehen wir weiter. Das kann er erstmal alleine machen. Okay, ja, super. Da geht er auch noch weiter. Moment. Komm mal nur zurück. Einmal nach da springen, bitte. Gut, so. Und er fliegt jetzt da lang. Das ist gut für uns. Skywatch is tracking a er new will enemy mit Sicherheit fleet. Da unten hin. Ja, da können wir ihn ja abfangen. So, das ist die gesamte imperiale Flotte. Ihr geht bitte nach da. Und positioniert euch dort. Dann können wir nämlich in das System reinspringen. Perfekt. So, eine weitere Flotte. Wo? Ernsthaft? Wirklich, Leute, das kann ruhig wahr sein. So, wie viel sind das? 4000. Was schafft die Kunlun? 38.000. So, komm. Einmal dahin, bitte.
Was machen wir jetzt bitte über den Weg? Was machen wir jetzt über den direkten Weg? Ey, das ist ja wohl unglaublich. So, wo ist er jetzt? Ja, genau, wunderbar. Da holen wir uns jetzt das Schiff hier zurück. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Sehr schön. So, dann fliegen wir zuerst die beiden da ab. Und dann springen wir dahin und kümmern uns um den Rest. So. Ja, das ignorieren wir mal. Da haben wir ein Begleitschiff zerstört. Das war das Thema. Okay. Wie sieht es hier oben aus? Erstaunlich widerlich. Ach Gott, die sind ja hier auch noch. Okay, wir müssen... Wir brauchen noch eine Flotte hier vorne. Die sind jetzt nämlich hier auch unterwegs. Und das darf eigentlich nicht passieren. Okay, wir holen uns erstmal das hier zurück. Und das machen wir jetzt tatsächlich mal mit der Kunlun. Und dann bräuchten wir tatsächlich... Wir brauchen unsere zweite imperiale Flotte, Leute. Die braucht aber noch, bis sie wieder da ist. Spaceport lost to enemy action. Wir haben 600. Komm, wir machen noch eine weitere Flotte. Das geht so nicht. Wir brauchen noch eine Flotte. Flottenmanager. So, Bedrohungskreuzer der Adelphi-Klasse. Ja, wir nehmen die gleiche Konfiguration. Bedrohungskreuzer der Adelphi-Klasse. 25. Heimatbasis bitte auf Nerdica. Ja. Und das sind 40.000 und einmal bauen bitte. So, die achte imperiale Flotte. Nächste Flotte. Wir haben so viel Energie übrig. Das muss einfach passen. So, die Titanen sind da. Und die Opalgek sind da vorne. Was machen sie? Ah, sie fliegen zurück. Sie haben Muffensausen bekommen. Dann fliegen wir nach da. Mit allen Flotten. Himmelherrgott. Mit den Flotten bitte. Einmal dahin. Gut, weiter geht's. So, da sind sie in Biff mit 23.000. Oh Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wir müssen jetzt hier unten echt... Wir müssen erstmal dahin springen. Und das zurückholen. Und von da aus... Nein, kein Interesse. Von da aus müssen wir dann erstmal die hier unten holen. Die Opalgek. Damit wir dort auch vorankommen. So, wie sieht's hier aus? Ja, nicht so schön. Und da ist der Shinor-Konzern. Einmal, liebe Kunlun, da rein bitte. Da sind wir erstmal ganz dreist und werden das mit der Kunlun machen. Okay, Verstärkung der Flotte ist unterwegs. Sehr schön. Sieht es hier hinten aus? Echt jetzt? Ich hasse es, ich hasse es. So, einmal dahin bitte. Dann taucht die zweite imperiale Flotte auf. 77. Dauert noch ein bisschen. So, die Kunlun ist in ihrer ersten Schlacht. Gegen 5000. 30.000 gegen 5000, Leute. Bin sehr gespannt. Das wird schon. Sie sieht ein bisschen verloren aus, aber auch das haben wir geschafft. Und die Kunlun fliegt direkt da hinten hin und holt sich das Sternsystem zurück. So. Die Kunlun hat die Flotte vernichtet. Sehr gut. Bedrohungskreuzer gegen Außenposten erfolgreich. Airplate-System erfolgreich gesichert. Und auch das erfolgreich gesichert. Wunderbar. Da ist der Shinor-Konzern gegen die Iribot. Da macht es auch keinen Sinn. Dann würde ich sagen, die gesamte Flotte bitte einmal dahin. So, wie sieht es hier hinten aus? Die Flotten sind unterwegs. Sehr gut. Hier gibt es eine kleine Flotte der Citizen Union. Die kämpft hier auch mit. Das ist auch gut. Okay, sehr gut. Das haben wir auch geschafft. Die neue achte Flotte ist im Bau. Wunderbar. Zweite Flotte ist noch nicht aufgetaucht.
Okay, hier wurde der Shinnok-Konzern jetzt auch zurückgeschlagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Enkev-System. Okay, erfolgreich, auch das erfolgreich. Das wird alles hier gewesen sein. Gut. So, wo ist denn jetzt seine Flotte? Der Shinnok-Konzern? Wie kommt der denn jetzt dahin? Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Der will die Kunlun haben. Dieser Sack. Entschuldigt bitte. Der will die Kunlun haben. Wo ist denn jetzt seine Hauptkampfflotte hingesprungen? Wir müssen zurück, Leute. Wir müssen zurück. Der will die Kunlun haben. Die Frage ist, ob wir hier wirklich alles zurückschicken. Wir nehmen die erste imperiale Flotte. Die erste imperiale Flotte fliegt zurück. Und der Rest, also Befehle, alle dahin. Nur die erste imperiale Flotte fliegt nach da. So. Nee. Was macht der denn jetzt? Okay, jetzt müssen wir da auf jeden Fall reinspringen und unseren, ich traue mich kaum das zu sagen, Freunden der Iribot helfen. So, das war erfolgreich. Verstärkung ist im Transit. Flottenkampf ist im Gange. Wir sind bei den Legierungen auf Maximum. Das ist ja der Wahnsinn. So. Die Kunlun ist im Kampf verwickelt. Hier sind unsere Flotten auch bald da. Die 8. imperiale Flotte ist im Bau. Ja, sehr gut. Die 8. imperiale Flotte wird dann hier oben mitkämpfen. Und das sollte bei der Kunlun hier auch kein Problem sein. Und die werden wir dann auch mal hier hinten stehen lassen. Na siehste. Da brauchen wir gar nicht reingucken. Die Kunlun hat es überlebt. Passt. So, die lassen wir jetzt mal hinten stehen. Falls nochmal einer durchs Terminal Aggress System schwebt, das ist mir dann echt zu unsicher. So, hier kommt der nächste Flottenkampf in Biff. Und die erste imperiale Flotte ist jetzt hier auch in einem Kampf. Und da haben wir hoffentlich den Freunden hier gut geholfen. So, die erste imperiale Flotte einmal die Singularität sichern. So, nächster Kampf. Leute, es tut mir leid, dass wir so oft hin und her springen müssen. Aber wir sind jetzt hier an allen Ecken und Enden am Kämpfen. So, Biff ist gesichert. Wunderbar. Dann fliegen wir einmal da lang. Und dann da runter. So, mehr Kämpfe. Ui, das sah aber richtig gut aus. Im Haribas-System haben wir von wem? Roland Berger hat 14 Schiffe, 21 Schiffe vernichtet. Wir sind nur bei 140% Schildleistung. 20 vernichtete Punktziele, er bei uns auch. Ah, die sind relativ gut, was die Punktziele angeht. Das muss man sagen. Die machen auch relativ viel damit. Okay, da war nichts. Ich würde trotzdem sagen, dass unsere Flotten gut ausgerüstet sind. Oh, wir haben ein Schiff verloren. 174% Schildleistung, bei uns aber auch. Die Panzerung war ein bisschen besser. Also die Flotte ist eigentlich gut ausgerüstet. Die 5. imperiale Flotte hat hier auch gut etwas zerstört. Sehr gut. Okay, Wendelsystem gehört uns. Ja, jetzt werden wir uns erstmal hier unten die Sachen zurückholen. Da ist der Shinnok-Konzern. Wir fliegen erstmal nach dort mit allen Flotten. Okay, die erste imperiale Flotte allerdings wird sich schon mal dorthin bewegen. Ja, ich tue mich jetzt schwer damit. Wir lassen sie erstmal da stehen. Ich tue mich schwer damit, sie jetzt irgendwo anders hinzuziehen. Wenn diese groß... Oh, 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 oh. Leute, 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 da haben wir sie. Bitte stehen bleiben. Jetzt wissen wir, wo sie ist. Dahin. Das ist die letzte Großkampfflotte der Opalgek. Okay, sehr gut. Alles bitte in Wendel sammeln. Wunderbar. So, was machen 6. und 7. imperiale Flotte? Oh nein, ernsthaft? Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Das ist so unglaublich nervig. Gut, dann einen kurzen Abstecher nach Fuelia, bitte. Einmal darüber, darüber und darüber. Und dann nach da. Und dann kümmern wir uns darum auch noch. So,
Gut. Nächste Flotte ist im Bau. Sehr schön. Zweite imperiale Flotte noch nicht aufgetaucht. Das wiederum ist nicht so schön. Was zum Henker macht die erste imperiale Flotte hier? Ach, das ist die. Ah, okay, alles klar. Ja, okay. Gut. So, hier haben sie sich wieder zurückerobert. Wir brauchen hier eine Flotte. Wir brauchen hier eine Flotte. Das war die 6. imperiale Flotte. Sehr schön. So, wie sieht es hier hinten aus? Jetzt sind die da drin. Ja gut, das ist ja für uns okay. Solange er da ist, die Opalgek, dann bombardiert er hier einen Planeten. Das ist gut für uns, wenn er einen Planeten bombardiert. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich mal hier schauen. Weltraumamöbenschutzgesetz. Finde ich egal. Finde ich gut, egal ob wir dagegen verstoßen. So, galaktischen Markt verlegen. Unterstützen, der kann gerne zu mir. Xenostudien. Produktion, Forschungsstation, Unterhalt, Sternbasen, Sensorreichweite, Planetar. Finde ich auch gut. Sklavenhandel mit organischen Wesen ablehnen. Und da werde ich auch mein Ratsveto benutzen. Okay, so, weiter geht's. Die Flotten sind unterwegs und sobald wir die Flotten haben, werden wir uns in erstmal dort sammeln. Okay. Er hat zu tun und jetzt sind wir bei 195 immer noch. Ah, wir gewinnen noch nicht so viel dazu. So, die sind unterwegs. Sehr gut. Wieder mal Fuelia. Jawohl, die 2. imperiale Flotte ist da. Und ich würde sagen, die bleiben gleich mal. Apropos gleich mal. Wir müssten im Bonussystem noch das Ding ausbauen. Das ist schon im Bau. Ja, wir schicken die 2. imperiale Flotte nach Nerdica zurück. Und wenn sie angekommen ist, dann werden wir die bitte auch nochmal aufbauen. Denn das ist auch noch wichtig. So. Betrius-System. Haben wir auch. Und damit haben wir... Ach Gottchen, jetzt müssen wir dahin springen tatsächlich. So, unsere Flotten sind da. Dann springen wir bitte dahin. Und jetzt müssen wir mal gucken nach Trambodon. Einmal ins Trambodon-System bitte. Beziehungsweise kurz davor. So, Feindflotten in der Nähe. Wo? Ja, das haben wir schon mitbekommen. Da wird gekämpft. Und wir sind bei einer Flotte tatsächlich auf passiv. Das sollten wir ändern. Auf aggressiv bitte. Sehr schön. Nächste Schlacht einmal da unten hin. Das gucken wir uns mal kurz an. Oh, tatsächlich ein Schiff verloren. Aber er hat 3 Schiffe verloren. Alles klar. Sehr schön. Gut. Da läuft die Schlacht ja auch ganz gut. Jetzt schauen wir nochmal hier oben. Das ist immer ein Hin und Her hier vorne. Mit diesem Ribellan-Vortex. Wir müssen hier eine Flotte hinschicken. Und hier eindeutig gegen die Opalgek vorgehen. Das kann so nicht funktionieren hier. Und dann sollten wir die Kunlun tatsächlich auch mal in Sicherheit bringen. Und jetzt mal nach Nerdica holen. Und wenn wir da fertig sind, dann schicken wir die an die Front hier hinten hin. Da können wir die, glaube ich, im Moment mehr gebrauchen. So. Die 2. imperiale Flotte ist wo? Ist noch unterwegs. 1. imperiale Flotte ist im Bau. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal, wie weit die Schiffe hier sind. Ja, jetzt springt er dahin. Ja. Der hat den Braten gerochen. Der springt hier in so ein... Nee. Wir müssen da rein. Wir müssen da jetzt sofort reinspringen. Nein, das dauert noch 30 Tage. Mist, wir haben dieses Wurmloch noch nicht erkundet. Das... Verdammt, der haut ab. Verdammt. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Frage, wo ist er aufgetaucht? Das kann doch nicht wahr sein. Wo zum Henker ist seine Flotte aufgetaucht?
Hier hinten eventuell. Okay, ist auch irgendwie völlig unerheblich. Wir ziehen einfach ein Forschungsschiff ab. So, jetzt müssen wir mal gucken, welches das Schiff ist, was am schnellsten hier sein kann. Das müsste tatsächlich das Forschungsschiff hier sein. Du bitte einmal dort das Wurmloch erkunden. Manometer doch. Ist ja unglaublich. Und wir werden unsere Flotten jetzt dahin schicken und das Ding schon mal zurückerobern. Unglaublich, ey. Der hat die Flotte echt knallhart weggezogen. Der hat den Braten gerochen und hat sich echt verzogen. So, da mache ich mir keine Sorgen, das kriegen wir hin. Sehr schön. Wunderbar. Und dann holen wir uns mit den Schiffen schon mal den Rest zurück. Und hoffen mal, dass er hier nicht zu weit weggesprungen ist, weil das ist echt ärgerlich. Ich habe wirklich die Angst, dass er hier hinten irgendwo hinspringt. Dass das hier irgendwo hingeht. Wo haben wir denn, wo hätten wir denn noch unerkundete Wurmlöcher? Ich meine, so viel haben wir nicht mehr, ne? Das muss irgendwo in seinem Gebiet sein. Aber das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. So, die zweite imperiale Flotte ist da. Bitte einmal, zack, verstärken. So. Flottenkampf erfolgreich. Flottenkampf erfolgreich. Auch erfolgreich. Zwei Schiffe von den Opaigek vernichtet. Auch erfolgreich. Keine Schiffe von uns verloren. Wunderbar. So wollen wir das sehen. Und der nächste Angriff bitte dahin. Nein! Nein! Jetzt wissen wir, wo das hinführt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt natürlich eine absolute Katastrophe. Wie kriegen wir denn da jetzt unsere Hauptflotten hin? Oh, 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 Leute. Wir ziehen uns da zurück. Wir hauen hier ab. Wir müssen jetzt warten, bis unser Forschungsschiff da ist. Wir müssen durch dieses Wurmloch springen und das dann zurückholen. Aber da müssen wir jetzt weg. Oh, ja. Er hat den Braten hier gerochen. Wir ziehen uns nach Fuelia zurück. Bloß weg da. Ist recht. Ein kleiner Vogel wollte euch gerade etwas mitteilen. Nur leider habe ich ihn leider nicht verstanden. So, das haben wir uns auch zurückgeholt. Das war auch kein Problem. Sehr gut. So, Forschungsschiff ist unterwegs. Und dann haben wir das hoffentlich gleich. Wir haben wieder genug Mineralien. Die erste Flotte ist weiter im Bau. Die zweite Flotte ist auch im Bau. Wunderbar. Flottenkampfstatistik, ja. Wie gesagt, da mache ich mir auch keine Sorgen, dass das hier klappt. Science Division report success. Kinetikwaffen plus 5%. Das ist richtig, richtig mächtig. Mineralien, nee, brauchen wir nicht. Schadenträgergeschwader machen wir. Sehr gut. Also Reliktaktivierung haben wir immer noch verfügbar. Extradimensionale Hexenmeister 150. Nein, 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 nein. Ich möchte gerne die Dyson-Sphäre haben. Da können wir jetzt leider nichts investieren. So. Wie sieht es hier unten aus? Oh, das, der jagt uns. Der jagt uns. Nicht gut für uns, auch nicht gut für ihn. So, wie sieht es hier aus? Da ist schon wieder der Chino-Konzern. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber grundsätzlich sieht es hier nicht schlecht aus. Also, die Seite haben wir, denke ich, unter Kontrolle. Die Thesaurus hier hinten sind über... Ach, das sind die Opalgag, entschuldigt bitte. Sind grundsätzlich, denke ich... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen Freunde, aber zumindest auch keine grundsätzlichen Feinde. Bei denen ist es diese eine einzige Flotte. Diese eine verdammte Flotte müssen wir vernichten. Und jetzt müssen wir aber echt zusehen, dass wir uns hier mal
dass wir uns hier entfernen. So, wir warten erstmal da vorne und hoffen mal, dass unsere Schiffe jetzt hier schnellstens das Wurmloch erforschen. Ja, da kommen schon wieder welche, ey. Das kann es. Ist doch unglaublich. Okay. Jawohl, sehr gut. Jetzt müssen wir... Hier bitte wieder alle zurückkommen. Alle Flotten hier sammeln. So. Sehr gut. Und alle Flotten, die wir hier haben, bitte. Einmal dahin. Dann fangen wir mal an mit der Zurückeroberung von dem hier. So, da kann er uns jetzt nicht mehr entkommen. Muss man ganz klar sagen. Wunderbar. Dann springen wir mit ihm. Tja, haben wir mit ihm noch irgendwas Wichtiges zu erforschen? Nicht wirklich. Den Dimensionsanker haben wir vernichtet. Müssen die halt noch alle zerstören, ne? Abgeerntete Schiffe. Die haben 3800 Schiffe geerntet. Ungebetene von uns getötet, von anderen getötet. Kein Dimensionsanker mehr aktiv. Wir müssen halt noch ein bisschen was zerstören, ne? Wir springen mal zurück nach Nerdika. Einmal dahin, bitte. So. Oh Mann. Und da ist die nächste Invasion von uns. Wunderbar. Wir kümmern uns nicht um die kleinen Brötchen da oben. Wir springen direkt da hinten hin. Neuer Kriegsgrund. Das interessiert uns im Moment nicht. 6. imperiale Flotte wurde vollständig repariert. Sehr gut. Und das waren die Titanen, die hier alleine reingesprungen sind. Auch das kein Problem. So. Weitere Verstärkungen sind unterwegs. Und auch das sollte souverän ausgehen für uns. So, Hodim Prime. Okay. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das können wir grundsätzlich mal updaten. Und dann werden wir den Fokus mal darauf legen. Und dann sind wir bei 0% und dann sollte das hier auch klappen. Alles klar. Wie gesagt, die Planeten, ich hoffe, das ist okay für euch. Das manage ich nach wie vor offline. Da gibt es im Moment auch nicht so viel zu tun. Die Offline-Planeten, wenn man das so sagen darf, die mache ich, also die Planeten, die automatisiert sind, die lasse ich wirklich in Ruhe. Das ist grundsätzlich okay, was er da macht. 2 Schiffe zerstört, wunderbar. Okay, so, weiter geht's im Programm. Wir könnten übrigens die 6. imperiale Flotte noch verstärken. Nee, noch nicht. Das machen wir noch nicht. Obwohl, doch, das können wir, das machen wir. Wir werden die 6. imperiale Flotte direkt verstärken und die beiden Schiffe nachbauen. Wie bitte, was haben wir entdeckt? Wo denn das bitte? Ach, wie cool. So was gibt's noch? Ja, dann schicken wir da mal ein Forschungsschiff hin. Nein, sie ist außerhalb von unserem Reich. Oh, das ist ja schade. Okay, das wird wohl auch niemals unser Reich werden. Schade. Aber wir sind mit den Flotten unterwegs. So, wir bleiben mal hier hinten und gucken uns das Thema an. Er bombardiert jetzt hier. Oh, das ist sehr gut. So, dahin bitte. Und dann direkt daran. So, die 2. imperiale Flotte ist im Bau. Das war jetzt wirklich auch kein Problem. Das haben die Titanen souverän gelöst. So, 2. imperiale Flotte ist in Aufrüstung. Die erste Flotte, das ist die 8. imperiale Flotte. So, und die 8. imperiale Flotte bekommt auch einen neuen Anführer. Und wir hätten Feuerrate erhöht. Sehr gut. Tägliche Regeneration der Hülle. Dann nehmen wir Admiral Roman Dudnik. Einmal ihn bitte. So.
Unsere Flotten sind in Position. Und jetzt beginnt... Sehr gut. Die Schlacht gegen die letzte große Flotte. Der Opalgek. Und da kommt die imperiale Flotte. Zack. Und da ist sie. Die gesamte imperiale Flotte. Gegen die letzte große Flotte der Opalgek. Und das war tatsächlich gegen die gesamte imperiale Flotte überhaupt kein Problem für uns. Sehr schön. Dann fliegen wir dahin und kümmern uns um die nochmal. Wie viele Schiffe haben wir verloren? Ah, doch, so ein bisschen haben wir schon verloren. Er hat nur 2 Schiffe verloren. Er hat sich sehr schnell zurückgezogen. Feigling. Aber gut. Okay. Ist okay. Müssen wir durch. Und ihr Lieben, wie es weitergeht mit unserem Imperium und wo die 8. imperiale Flotte zu seinem ersten Einsatz kommt, das seht ihr morgen. Macht's gut. Bis morgen. Übermorgen, entschuldigt bitte. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.